Wenn man sich so ein Werk hier anschaut, ist sehr auffällig, wie diese Frau im Haar versinkt. Ja. Das ist ein hocherotisches Symbol. Und Hauser hat sich ja auch auf diese Haare gestürzt. Vielleicht mehr als jeder andere. Ja. Ja. Hat er die Schönheit in den Haaren gefunden. Ja. Eigentlich die meisten seiner Werke sind Liebeserklärungen an Frauen. Er hat Frauen gezeichnet, er hat ja auch ein Zimmer gehabt mit viel Kinderspielzeug. Er hat Flugzeuge gezeichnet, Hubschrauber, Panzer, ja, und Frauen. Er hat keine Landschaften gezeichnet, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ne? Aber es ist schon nicht nur die Schönheit, sondern es geht schon sehr stark auch um diese sexuelle Komponente. Ja, ja, das ist selbstverständlich, natürlich. Sind ja auch immer die Brüste da und die Scham ist da, also das ist immer... Ganz klar. Und Feilacher hat dann dem Johann Hauser die großen Formate gegeben. Und dann hat er monumental arbeiten können und hat da eine neue Blüte eigentlich seiner Kunst herbeigeführt. Ja.